Hallo und herzlich willkommen, ich bin Sans und wir spielen Alice22 an der Ostseeküste und ich begrüße euch zu Folge 3. Ja, ich glaube, es ist erst Folge 3 tatsächlich, aber es hat sich wahnsinnig viel, es passiert hier halt wahnsinnig viel. Dadurch, dass natürlich in Echtzeit die Tage weiterlaufen, muss ich hier trotzdem immer wieder fleißig sein, auch wenn ich natürlich nicht unbedingt immer Zeit habe, Folgen aufzuzeichnen. Beim letzten Mal haben wir die Gewächshäuser gestellt. Und schon ein bisschen hier rumgebastelt. Und wir haben auch das Ballenlager gestellt. Ballen- bzw. Palettenlager. Ja, und wie ihr seht, habe ich gleich jetzt noch den Hühnerstall dann dazu gebastelt. Hier noch eine Zisterne, weil ich natürlich hier kein Wasser holen kann. Bin aber jetzt schon immer mal zum Ewok runtergefahren an die Monkey Ranch hier. Und habe mir hier an den Teich Wasser geholt. Und das klappt eigentlich ganz gut. Und ja, wir werden jetzt auf alle Fälle, denke ich mal, damit anfangen, dass wir heute mal so bei den Basics. Jetzt muss ich erstmal gucken. Genau, so geht die Tür auf. Und dann kann ich nämlich hier ins Produktionsmenü reingehen. Kann ich das eigentlich hier? Genau, Salat, Material. Ja, hier kann ich nämlich auch die Paletten spawnen lassen. Und dann können wir nämlich gleich mal zwei Paletten ausgeben. So, die stehen dann jetzt hier. Und das machen wir hier drüben auch. Das können wir händisch machen. Das kann man aber auch natürlich im Produktionsmenü machen. Das funktioniert ja alles über die Mod Production Revamp. Und ja, also wie gesagt, ich kann das auch hier drin machen und kann dann sagen, dass ich Salat, glaube ich, kann man nochmal gucken. Genau, hier ist jetzt nichts drin, hier ist drin. Nee, doch nicht, das geht nicht hier, ne? Ich kann Ausgang, ah doch, auslagern. Doch, hier kann ich es genauso sagen und kann dann hier die zwei Paletten anwählen. Also das heißt, es funktioniert genauso und dann spawnen die hier jetzt daneben. So, dann ist mir natürlich schon aufgefallen, klar, Multiplayer ist ein bisschen was anders wie Singleplayer. Das heißt, das Handling mit den Paletten ist natürlich etwas schwieriger, ne? Also weil man einfach durch einen kleinen Lag, durch die Latenzverzögerung und so, ist das alles nicht ganz so schön. Und dann kommt natürlich dazu, dass ich mit einem Frontlader nicht so gut umgehen kann, wie jetzt beispielsweise mit einem Gabelstapler. Aber da machen wir uns nichts draus. Es ist ja glücklicherweise immer nicht so sehr viel und deswegen klappt das schon ganz gut. Oder beziehungsweise ist das in dem Falle, fällt das nicht so krass ins Gewicht. Oh, ein bisschen näher ran. Ah, es macht also nicht so sehr viel Spaß, wie jetzt beispielsweise, wenn ich das alles im Singleplayer gemacht habe. Dann habe ich ja doch deutlich mehr Spaß teilweise am Palettenhandling gehabt. Das habe ich hier nicht, ne? Ihr seht auch, die eine ploppt unten durch. Das funktioniert nicht so, wie ich mir das vorstelle. Also das kenne ich normalerweise anders. Kann aber auch an der Palette jetzt liegen in dem Fall. Beziehungsweise an der Palettengabel, weil ich ja auch eine gemoddete habe mit Spanngurtunterstützung, die ich auch erst anders gedacht habe, dass das so funktioniert, dass ich hier die Paletten vielleicht festspannen kann. Aber nee, das ist nur für einen Transport gedacht, dass man die sozusagen, die Spanngurte besser sieht, wenn man diese Anbauteile irgendwo auf einen Fahrzeug drauf verfrachtet. Na gut, okay, weiß drum. Aber es funktioniert. Ihr seht, der Hase läuft. Ja, und wir haben eigentlich richtig, richtig dickes Programm heute, ne? Wenn ich das so überschaue. Es ist bei mir ja gerade Sonntag und wir haben August. Und wie ihr euch sicherlich denken könnt, durch unsere Fehlaktion mit der Weizenaussaat, haben wir ja logischerweise jetzt auch ein Weizenfeld, was wir irgendwann abernten müssen. Das wäre jetzt nämlich reif. Das machen wir heute mit. Oder fangen zumindest schon mal an. Ich glaube nicht unbedingt, dass wir das alles jetzt in einer halben Stunde irgendwie über die Bühne bekommen. Denn ich muss ja, ich mache ja alles alleine. Das ist ja nichts mehr hier mit Curseplay und Co. Nee, der Sense muss hier richtig arbeiten für sein Geld. Und das auch noch in diesem Schwierigkeitsmodus. Naja, ich bin mal gespannt, was das wird. Ich habe mir das mal grob überschlagen. Also viel Profit werden wir hier nicht rausschlagen. Aber das können wir alle das dann nochmal mit durchkauen, wenn wir hier angefangen haben. Ich weiß auch nicht, ob das sinnvoll war, jetzt das Silo schon zu stellen, denn wir schleifen hier wirklich ganz, ganz knapp an der Pleite vorbei. Also da habe ich mich dann doch ein bisschen übernommen mit der ganzen Geschichte, weil ich aber auch so in diesem Bauflow war und mir dachte, ach komm, stellst das Silo noch, das soll da hin, das passt da ganz gut. Und ich wollte das einmal gleich richtig fertig haben. Und ja, ehe man sich versieht, hat man keine Kohle mehr. Deswegen habe ich jetzt hier alles, was ihr hier seht, an diesen ganzen Mähwerkzeug und so, das gehen wir alles gleich nochmal durch. Alles über Lease to Own einfach nur gemietet. Und das kostet uns jetzt aktuell täglich natürlich einen gewissen Betrag. Aber ich denke, durch die zwei Gewächshäuser haben wir immer noch irgendwie Notgroschen, um uns das leisten zu können. Ansonsten
gut, okay, wenn ich pleite bin, bin ich halt pleite, ne? Dann müssen die Jungs halt alleine weiterspielen oder irgendwie brauche ich irgendjemanden, der mir unter die Arme greift. Ich weiß es nicht, was wir da machen. So, jetzt haben wir erstmal den Salat hier drin. Und dann können wir mal hier in die Liste reinschauen. Da sind jetzt schon ein paar Paletten. Ihr seht, da liegen jetzt... Na, sollen wir mal ausladen? Genau, 4.500 müssten das gleich sein. Hm, irgendwie hat er sich hier vertan. Na gut, okay, Höchstwert 4.865. Also, ihr seht, auch das ist nicht wirklich pralle, aber das ist jetzt die Ausbeute von effektiven 2 Monaten oder was das ist. Von daher ist es schon auch noch wieder okay. Ne? So, ansonsten haben wir Häckselgut da liegen. Das müsste jetzt dann natürlich noch gären. Das sind 51.000 Liter. Das ist sozusagen einmal hier oben abmähen. Gehen mal hier hoch. Wir können eigentlich auch in der Ansicht hier rüber gehen. Das reicht zu. Und dann sehen wir, habe ich das Feld jetzt einmal abgemäht, habe jetzt hier ein Silo hingestellt und hier sind jetzt die 50.000 Liter drin. Hier habe ich einen kleinen Ladewagen mit Siliermittel. Da habe ich auch die restliche Palette noch hier drüben stehen. Und dann habe ich mir sozusagen einmal von Klaas die Mähtechnik gemietet. Die werde ich auch behalten. Die wird über Lease to Own einfach abgeschrieben und dann passt das schon. Und zwar ist es diese hier. Und kurze Info, die hat eine Schwarteinstellung, allerdings ist die nicht so, wie ich es eigentlich gedacht habe. Wir sehen das hier. Die Schwarteinstellung heißt, dass das hier umklappt nach innen, auf der anderen Seite auch. Ne? Auch hier gegenüber sehen wir das hier. Und dann ist es so, dass quasi hier diese kleine dieser kleine Fächer, der geht nach innen. Und dann haben wir nicht mehr die volle Breitablage, sondern es ist halt schmaler. Es ist halt dann eine etwas schmalere Schwad, aber er schwadet halt nicht alles komplett zusammen in die Mitte, wie wir das bei anderen Mähwerken kennen. Es ist sozusagen, naja, also das heißt, wir brauchen dementsprechend, ich habe mir das dann einmal gemietet und ich, eben aus Geldgründen habe ich dann gesagt, na dann ist es jetzt halt so und vielleicht wollen wir auch irgendwann mit Heu arbeiten, von da habe ich mir jetzt noch den Samasch Schwader geholt, den ihr aus meinen anderen Let's Plays vielleicht schon mal gesehen habt und ja, hier ist noch ein Striegel. Das ist ein 9-Meter-Striegel. Der hat auch einen kleinen Saatguttank. Damit können wir Gras ansehen, wenn wir das denn wollen. Und hier habe ich jetzt noch einmal Mineraldünger. So einen ganz kleinen Düngestreuer. Den haben wir jetzt hier auch noch mit. Und vorne eben den Ladewagen. Das müsste es eigentlich im Großen und Ganzen gewesen sein. Wir können mal schauen. Das liegt hier auf dem... Genau, Düngestreuer, Striegel, Mähtechnik, Schwader und Ladewagen. So, das sind jetzt die Fahrzeuge, die sind jetzt alle gemietet. Die werde ich alle über Lease to Own über die Zeit abschreiben. Und ansonsten gehört uns ja sonst auch nicht sonderlich viel. Ne? Ihr seht ja, das ist unser Eigentum. Und was den Kredit angeht, sind wir bei 485.000. Hier müssen wir auf alle Fälle nochmal ein bisschen reingehen. Ihr seht, das ist alles, was ich habe. Mehr steht nicht mehr zur Verfügung. Und wir werden uns heute für unser Feld auf alle Fälle nochmal einen Anhänger holen. Und da bin ich aber ganz... ja, dann nehmen wir einfach den hier. Ich weiß, der hat nur diese Deichsel. Aber das ist okay. Das reicht zu. Und da machen wir jetzt auch nicht viel drum rum. Ich weiß gar nicht. Den werde ich auch bloß mieten, ne? Weil das eben pro Arbeitstag, sonst wird es irgendwann einfach eng. Den werden wir holen. Und dann werden wir uns jetzt noch einen Drescher mieten. Denn hier haben wir ja jetzt aktuell, ja, also bringt uns auch nichts im Gebrauchtwagenmarkt, weil wir können uns das einfach aktuell hinten und vorne nicht leisten. So, der Nova wäre natürlich das günstigste, aber der hat ja bloß ein 5 Meter Schneidwerk. Der Topliner hat ein 6 Meter Schneidwerk. Da sind wir bei einer Miete von, was kostet der? 6.000. Für den anderen würden wir wahrscheinlich schon 12.000 bezahlen, ne? Nee, 13.000. Wir werden... Und für den hier? Ob wir jetzt nur 5.000 nehmen oder 6.000? Na gut, der Tank ist halt höher, ne? Man könnte natürlich auch... Aber jetzt haben wir das einmal schon geholt, das andere. Was kostet hier das Schneidwerk? 25.000, da sind wir bei 100.000. Und hier 30.000, da sind wir bei 160.000. Ah, wir nehmen schon den Kompromiss, ne? Fahren ja beide eh nur 20, von daher. Aber wir brauchen auch noch den Schneidwerkswagen. Also, einmal sozusagen Anhänger mieten. Ne, nicht das. Das hier mieten, genau. So, dann das Schneidwerk. Und dann einmal den Topliner.
Ja, ich habe schon gefragt bei den anderen. Ist ja ein bisschen Betrieb heute bei uns auf dem Server tatsächlich. Also das heißt, es sind ein paar Leute, die hier oben am Rumwerken sind. Und wo ich gerade bloß einen sehe, der sich bewegt. Beziehungsweise war gerade eben noch Betrieb. Ich glaube, es sind einige gerade eben offline gegangen. Ja, tatsächlich nur Sepp, Nobody und Lasse. Naja, wohl. Halb voll der Server. Passt schon. So, okay. Und dann würde ich sagen, springen wir einmal in den Drescher rein. Der jetzt hier oben am Hof steht. Ah, da hat sich gerade einer einen Mulcher gegönnt. Ladewagen haben wir ja. Das Stroh müssten wir eigentlich... Das lasse ich mal als Schwad liegen. Ich weiß auch noch nicht so richtig, ob ich das Feld heute neu bestelle. Jetzt muss ich mal gucken, was die Zeit dann heute noch sagt. Oder ob ich das dann einfach... oder was die Tage dann mache. Da kriege ich den, so kriege ich den wahrscheinlich noch nicht ran. Ne? Oh, was ist denn hier los? Es lässt sich aber auch extremst bescheiden hier auf dem Hof. Also da muss man sagen, der Shop ist schon nicht unbedingt für große Geräte gedacht. Wir fahren mal andersrum ran. Vielleicht geht es da ein bisschen besser. So klappt das schon wesentlich schöner. Okay, perfekt. So, dann einmal hier wieder reingestiegen. Dann sehen wir doch gleich schon viel mehr. Und dann geht es hier einmal rum. Glücklicherweise sind ja die Wege, wie ihr wisst, nicht allzu sehr weit bei mir. Das heißt, ich muss halt lediglich, wenn ich Wasser hole, ein bisschen weiterfahren, wenn ich auf die Monkey Farm runter will, aber ansonsten ist ja bei mir alles relativ entspannt zum Shop und so. Geht's recht fix, von daher kann man da auch mal ein bisschen was mieten. Man könnte auch den Topliner natürlich behalten, aber ich will, um ehrlich zu sein, weiß ich nicht. Also ich bleibe bei meinem Plan, ich werde mehr mit Silage und Co. arbeiten. Das heißt, wir werden jetzt hier einmal das mit dem Getreide machen, aber ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass vielleicht einer von den Ackerbaukollegen, die ja so oder so auch alles Mögliche anbauen, dann auch ein bisschen was an Weizen an mich abtreten kann für einen fairen Preis. Und dann muss ich mich gar nicht so sehr drum kümmern, weil im Endeffekt, wenn ich ein bisschen Wiese mal einen Monat liegen lasse, weil ich es nicht geschafft habe, den Kram abzuernten. Boah, das ist jetzt halt so, ne? Also kriege ich das hier so hin, dass ich... Also fühlt sich hier wieder extrem so bescheiden, aber ich kann hier einmal... dann ranfahren. Oh, das klappt eigentlich ganz gut. So. Und dann gucken wir mal, ob wir hier gut reinkommen, ohne unser Feld dabei kaputt zu fahren. Ja, es ist nicht viel Platz zum Rangieren, ne? Von daher, das ist auch nichts für große Drescher hier. Also ich habe das schon bei unserem alten anderen Let's Play natürlich gemerkt gehabt, dass es selbst mit den anderen Geräten teilweise auf den Feldern echte Probleme gab mit dem Rankommen. Jetzt steht der Wagen nicht ideal. Okay, gut, passt. Passt. Ach, wir stehen da am Verkehrsschild, alles klar. Ja, so, jetzt können wir mal gucken. Einmal den Drescher wieder ausklappen. Dann müssen wir gucken. Wir wollen trotzdem die Strohablage natürlich einschalten. Ne? Wir müssen alles hier mitnehmen. Strohablage ist an. Also wir können einmal das gute Schneidwerk senken. Einschalten nicht. Warum kann ich den gerade nicht einschalten? Seht ihr das? Da ist auch keine Option dazu da. Ist gerade ein bisschen weird. Also Multiplayer hat manchmal so seine Sachen, wo ich mir denke... Was wäre denn das normalerweise? Taste B, kann ich drücken, passiert nichts.
Lu? Ja, so hat man so seine kleinen Tücken hier. Schneidwerk senken. So, und aber ansonsten steht ja nichts da. Kann er nicht anschalten. Okay, ich mach mal einen kleinen Cut. Gucken wir, ob wir irgendwie das Problem hier gelöst kriegen mit den Kollegen. Ansonsten weiß ich auch noch nicht so richtig, was ich hier machen soll. Wir werden mal schauen. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Schneidwerk läuft. Und ich brauchte Hilfe tatsächlich. Mir musste hier jemand das Schneidwerk anschalten. Ich weiß nicht, ist wahrscheinlich irgendwie einfach nur ein Bug oder was. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall konnte ich das nicht anmachen, aber Lasse vom Hof Ackerbau, der hat sich hier reingesetzt und hat es einfach angeschaltet. Also ich habe keine Ahnung, ihr habt das ja gesehen, es ist oben, ist einfach, es steht nicht da, ich kann das Schneidwerk nicht anschalten. Das ist irgendwie der Witz. Aber das haben wir generell im Multiplayer manchmal, tauchen doch so die ein oder anderen Problemchen auf. Der ist halt, es ist halt nicht ganz 100% ausgereift, möchte ich jetzt mal behaupten. Das kriegen andere dann vielleicht besser. Ich weiß, Multiplayer ist immer ein bisschen eine Herausforderung. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber natürlich schon witzig. Ich darf jetzt natürlich nur den Motor nicht abwürgen. Ne? Weil wenn ich den Motor ausmache, dann muss ich mir erst wieder jemanden ranbestellen, der mir sozusagen mein Schneidwerk anschaltet. Naja, wir kriegen das schon irgendwie hin. Ne? So. Wir werden ja hier eh ganz relaxed einmal durchs Feld tuckern und ich meine, ich kriege, glaube ich, dann gut die Fahrtstunden, ne? Der Stundenpreis ist das. Also ich muss das Feld jetzt hier auf jeden Fall ordentlich durchziehen. Aber gegebenenfalls muss ich dann noch einfach mal das Spiel nochmal neu starten oder so. Und wenn gar nichts hilft, muss ich die Leute einfach vom Server runterscheuchen und muss den Server neu starten. Ja, ist schon ein bisschen putzig. Naja gut, aber so funktioniert es jetzt erstmal. Wir haben jetzt den Topliner hier im Betrieb. Jetzt hier einmal runtermähen. Ich kann natürlich jetzt nicht so richtig erahnen, aber ich könnte es mir einmal ausrechnen, wie groß der Ertrag dann letzten Endes ist über die Feldinfo. Das würde schon funktionieren. Ich glaube, das habe ich letztens auch schon mal gemacht. Aber ich meine, ihr werdet es unterm Strich vermutlich sehen. Ich werde es in das Silo schmeißen und wir werden das ja eh alles in Hühner umwandeln. Wir werden uns ein paar Hühner heute holen und da geht das Getreide dann auch rein und die restlichen. Ich glaube, viel Getreide wird nicht übrig bleiben. Ne? Ein Hühnerstall, die fressen ja auch ein bisschen was unterm Strich. Ne? So, Hühner sind nicht ganz so sparsam wie Schafe. Schafe brauchen ja gefühlt irgendwie pro Schaf plus ein Quadratmeter Gras. Und dann kommen die 3 Jahre hin. Aber die Hühner, die fressen, glaube ich, ein bisschen mehr. Nicht ganz so viel wie die Schweine, aber ein bisschen was an Getreide werden wir brauchen. Deswegen, ich werde mal sehen, das hier wird auf jeden Fall nicht verkauft. Das werden wir alles zu Eiern veredeln, sozusagen. Und dann wird das schon irgendwie passen. Ich werde jetzt auch die Hühner vermutlich einfach direkt am Stall kaufen, weil ich keine Lust habe, da jetzt noch runter zu gondeln und dann noch mehr das Fahrzeug zu mieten und so. Wir werden mal schauen. Ich weiß auch gar nicht, wie das mit dem Enhanced Animal System oder wie das Ding hieß, funktioniert bei den Hühnern, weil wir dann ja auch prinzipiell eine Überproduktion von Hühnern haben. Ob sich das dann vielleicht auch noch rechnet? Ich denke, ein bisschen wird das schon auch noch, dass es sich bemerkbar macht. Wie macht man das denn? Wir müssen eigentlich einmal dann noch durchs Feld durch. Ausladen, weil wir sind ja gleich schon mal voll. Dann muss ich vermutlich die ganze Ecke hier einmal zurückgondeln. 80%. Wir machen das mal so schön, wie wir das beim Maishäckseln gemacht haben. Das heißt, ich drehe mal eine kleine Kurve. Und dann kann ich ja eigentlich hier schon noch mal ein bisschen was mitnehmen. Haben wir schon die ersten 8000 Liter zusammen. Ich meine, einen kleinen Moment wird es natürlich dauern, bis ich hier komplett fertig bin heute, aber ich werde das schon irgendwie machen. So. Nein. Ach nee, ich habe es nicht ausgeschaltet. Ich habe es nur gesenkt. Ich habe gerade gedacht, ich habe jetzt das Schneidwerk ausgeschaltet, aber nee, es ist noch an. Senken geht ja glücklicherweise. Das wird hart. Also als Gewohnheitstier, wenn man das Schneidwerk normalerweise natürlich ausschaltet, geht das nicht auch eigentlich aus, wenn ich
Ich glaube, das Schneidwerk geht aus, wenn der voll ist, ne? Von daher lassen wir das einfach mal. Und lassen das Ding lieber an. Aber ich kann dann auch in die andere Richtung fahren, wenn ich das vorgewende. In welche Richtung ich das jetzt durchziehe, ist ja eigentlich egal. Ich stelle mich einfach mal kurz hier ran. Passt schon. Hier komme ich dann, denke ich, mit dem Anhänger auch durch. So, Motor anlassen bitte. Und dann können wir die Palettengabel hier derweil auch kurz abstellen. Dem Zustand nicht abgehängt werden, aber so. Genau. Perfekt. Wunderhübsch das Ganze. So, dann geht's jetzt einmal auf den Hof. Noch den Ladewagen holen. Genau, da steht er mit Motor an und allem drum und dran. Ja, muss ich mich trotzdem ein bisschen ranhalten hier. Beziehungsweise dann einfach mal gucken, ob ich eine Lösung finde. Es kann ja eigentlich nicht so kompliziert sein. Es ist vermutlich einfach nur wieder irgend so ein Ding. Ich habe ja direkt, bevor ich diese Folge aufgezeichnet habe, im Singleplayer gespielt heute schon und habe schon eine Folge Spruce Mountain Farms aufgezeichnet. Und ich weiß nicht, vielleicht versteht er sich auch einfach nicht so richtig, wenn ich einmal Singleplayer lade und dann wieder Multiplayer, dass es da irgendwie kommt es da zu Problemchen. Offensichtlich zumindest. So, okay, sehr schön. Dann einmal zack, Plane können wir eigentlich schon aufmachen. Ja, aber das ist schon okay. Ich meine, ich mag natürlich keine E-Deichsel, aber niemand mag die. Aber für 50% weniger nehme ich die natürlich trotzdem gerne mit. Jetzt müssen wir hier schon irgendwie aufs Feld gucken, um zu kommen. So, währenddessen kann man hier nochmal rechnen. Also wir haben jetzt hier einen erwarteten Ertrag. Ihr seht, die Fruchtfolge ist jetzt wieder nur auf gut. Ist halt ein bisschen schade. Der erwartete Ertrag liegt jetzt bei 122%. Das heißt, wir sind bei um die 21 Tonnen pro Hektar. Die reine Grundfläche waren 3,6. Also machen wir ungefähr 70.000 Liter Getreide werden wir haben. Ja. Und 70.000 Liter Getreide machen im Idealfall Weizen einen Preis von 400. Ne? 4 mal 7 sind 28.000 Euro. Mehr kriegen wir für das Getreide theoretisch nicht raus. Dadurch, dass wir es zu Eiern veredeln, wird es natürlich ein bisschen besser noch. Aber naja, so, wir fahren das gleich mal in den Hühnerstall rein. Ich denke zumindest, dass wir mit 70.000 Litern ganz gut hinkommen. Ich glaube, so viel frisst ein ausgewachsener Hühnerstall im Jahr nicht. Das heißt, das wird sich wohl ausgehen. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir das dann so beibehalten. Vielleicht tue ich mir dann doch irgendwann nochmal einen zweiten Hühnerstall dazu. Ich kann dazu echt noch nichts sagen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, einfach nur bei einem Hühnerstall zu bleiben. Hier kommen wir eigentlich ganz gut ran. Und das schön abladen. Und hier kommen wir hinten durch. Ah, ne, kommen wir nicht, weil da gerade das Fahrzeug steht. Sehr schön. So, und dann können wir mal ganz kurz gucken. Also Hühner. Wir brauchen gar keinen Hahn, ne? Wir brauchen aber Hühner. Und die Hühner brauchen natürlich eine Weile, ehe die ready sind. Ich würde es auch nicht unbedingt übertreiben. 60 Hühner, die machen das Ding doch relativ schnell voll, ne? Alle zwei Tage verdoppeln wir das Ganze. Das heißt, ja, das passt eigentlich, ne? Kleine Hühner brauchen aber auch nur, obwohl die Geschlechtsreife ist natürlich dann auch nochmal 6 Monate dazu. Ja, wir nehmen die. Wir nehmen nochmal 60 dazu.
Auswählen. Oh, kaufen. Das sind nochmal 3.300. Okay, das heißt, wir haben jetzt 120 Hühner. Und dann haben wir quasi in ein paar Tagen das Ding voll. Das reicht auf jeden Fall. Nee, was ist denn jetzt los? Hat er jetzt die Hühner gekauft oder nicht? Irgendwie ist gerade ein bisschen weird. Neue Tiere, 6.600. Freunde, das funktioniert so nicht. Laut der Angabe habe ich jetzt... Hä? Habe ich gerade Hühner wieder verkauft? Okay, das muss ich nochmal durchchecken. Das ist irgendwie ein bisschen weird. Irgendwie scheint ja auch noch ein bisschen der Fehler drin zu sein. Ja, auf jeden Fall, seht ihr, so wird jetzt erstmal der Plan weitergehen. Ich eile eigentlich an, dass ich sage, ich möchte oben, ich hoffe, dass das mit dem Feld dann so funktioniert, ganz gerne auch Gras ansehen und dann lieber ein bisschen mehr Gras und Silage machen. Das wäre jetzt erstmal mein Plan, denn da bin ich flexibler und kann mir das dann angucken. Ich will mir aber auch erstmal anschauen, wie lange ich jetzt heute für dieses Feld brauchen werde. Ne? Das ist ja auch so ein Punkt. Von daher, ja, noch keine genaue Auskunft darüber, wie es jetzt hier weitergehen wird. Das muss ich jetzt erstmal ein bisschen abwägen, wo die ganzen Rehe mein Feld leer fressen. Und dann schauen wir uns das Ganze dann einfach mal an. Ne? Also, ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Ansonsten, bis denn. Tschüss.